Also wenn Sie mich jetzt fragen, Mensch versus Maschine, wer wird die Oberhand haben? Ich glaube, allein wenn wir die Frage stellen, bewegen wir uns im Grunde genommen schon aufs Glatteis, weil es wird nie eine Frage sein zwischen Mensch versus Maschine, sondern immer Mensch mit Maschine. Wenn wir uns die Frage stellen, Mensch versus Maschine, kommen wir immer in die Situation oder werden auch in die Situation gedrängt, dass wir verlieren werden. Weil ich glaube, wenn wir gegen die Maschinen antreten wollen, werden wir es nicht schaffen. Wir werden aber sehr bald, glaube ich, erkennen, dass wenn wir mit den Maschinen gemeinsame Sache machen, in Anführungsstrichen, dann wird es für uns beide besser sein. Ja, also genau darin liegt aus meiner Sicht auch genau das große Potenzial. Man kennt es aus Mixed Chess Tournaments, dass diejenigen gewinnen, die sinnvoll und klug mit Maschinen zusammenarbeiten. Nicht die Maschine alleine, nicht der Mensch alleine, sondern die Kombination, die wird es in der Zukunft machen. Also die Frage nach, werden die Maschinen uns in Zukunft ersetzen, muss man klar mit der Antwort eigentlich beantworten, dass das in unserer Hand liegt. Wenn wir daran arbeiten, dass die Maschinen zukünftig uns ersetzen, dann wird das so sein. Ja, das mag vielleicht nicht so effizient sein und es ist auch nicht sinnvoll, aber es liegt ja letztlich an uns, ob wir das zulassen oder nicht. Die Frage ist insofern schwierig, weil der Mensch ja schon auf dem Weg der Digitalisierung ist. Und damit ist ja nur die Frage, ob er hinfällt oder nicht. Und ich glaube tatsächlich, er kann es schaffen, nicht hinzufallen. Das ist die Fahrradanalogie. Ja. Wenn er es schafft, die ausreichende Geschwindigkeit aufzunehmen, die dieser Weg sozusagen benötigt. Das kann man vielleicht mit einer Autobahn vergleichen. Wenn ich da anfange, 20 km/h zu fahren, dann werde ich entweder kriege ich einen Auffahrunfall oder werde aus dem Verkehr gezogen. Ja, wenn ich eine gewisse Geschwindigkeit habe, eben die der Digitalisierung, dann schaffen wir das auf jeden Fall.